Ich tue anknüpfen an das, was wir gemacht haben, und der Rest kommt ja noch dazu. Oder vielleicht sind alle schon da. Also, wir haben gesprochen vom leidenschaftlichen Glauben, Leben und Liebe. Und der Grund ist, der uns in Johannes 1 am Ende vom ersten Kapitel berichtet wird, weil uns der Himmel geöffnet ist. Ich erinnere daran, dass dem Sohn, dem zweiten Sohn vom Vater im Gleichnis, vom Vater und den zwei Söhnen, dem wird gesagt, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Mit anderen Worten, da sehen wir etwas von geöffnetem Himmel. Da ist jetzt schon die Erfahrung der Welt Gottes möglich. Oder wenn wir die erste Seligpreisung nehmen, in Matthäus 5, Vers 3, da hören wir, glückselig sind die Armen im Geiste, denn ihnen gehört jetzt schon das Reich der Himmel. Es ist immer dasselbe. Jesus ist der große Vertreter, wo sagt, etwas, was sonst die Leute für die Zukunft sich erhofft haben, das ist durch sein Wirken bereits eine gegenwärtige Realität. Deshalb habe ich draufgeschrieben, weil der Himmel geöffnet ist durch das Kreuz von Jesus Christus. Das haben wir gelesen in Johannes 3, der Menschensohn, der muss. Dieses Muss ist ein göttliches Muss. Er muss erhöht werden, er muss ans Kreuz. Er tut das aus eigenem Wille, damit er da, ganz einfach ausgedrückt, meine Schuld bezahlt und ich somit vor Gott erscheinen kann. Das, was in allen Religionen angeboten wird, dass nämlich die Möglichkeit besteht, dass man selber Schuld abträgt. Weil jeder Mensch fällt in Schuld. Jeder Mensch akkumuliert Schulden. Die ganze Zeit, jeden Tag werden wir schuldig aneinander. Wir werden schuldig an Gott. Wir können es gar nicht vermeiden. Und selbst da, wo wir mit Christus unterwegs sind, brauchen wir jedes Tag das unser Vatergebet und vergib uns unsere Schuld. Hier kam Christus und sagt, deine vergangene Schuld, deine gegenwärtige Schuld und deine zukünftige Schuld, die sind alle mir auf die Rechnung gesetzt. Ich bezahle sie. Deshalb geöffneter Himmel, wunderbares Symbol, das Zerreißen vom Vorhang im Tempel, von dem wir vorher gesprochen haben. Und weil jetzt der geöffnete Himmel ist aufgrund vom Wirken Jesu, ist die Gemeinde Jesu ein Ort, wo Gott wohnhaft ist. Also nicht nur wir haben Zugang zum Himmel, sondern wir haben ganz klar die Zusage von diesem Gott, ich werde Wohnung unter euch nehmen. Ich gebe euch diese Stelle, ich lese jetzt nicht vor, Johannes 14, Vers 23. Wir werden kommen und Wohnung bei euch machen. Also nicht nur dort oben, sondern Gott wird unter uns gegenwärtig sein. Er wird wohnhaft Wohnung nehmen. Das ist der Grundgedanke, Haus Gottes, nämlich die Gemeinde Gottes. Und dann wird das definiert, das hat eine Funktion, eine Aufgabe, nämlich sie ist Pforte des Himmels. Es ist der Ort, wo Menschen Gott begegnen. Es ist der Ort, wo Menschen den Zugang gewinnen zur Welt Gottes. Das muss uns wie vor Augen stehen. Das ist die Hauptaufgabe der Gemeinde. Schon, dass wir Gott anbeten, dass wir das Wort Gottes hören, dass wir Gemeinschaft untereinander üben, dass wir füreinander schauen, dass wir einander helfen. All das ist eine wunderbare Einrichtung, dass wir wie eine große Familie sind. Aber diese Familie hat einen einzigen Zweck. Dazu ist sie da, dass sie den Zugang zu Gott ermöglicht für Menschen, die diesen Gott noch nicht kennen. Und damit haben wir aufgehört vorher. Und jetzt frage ich, wie gewinnt der Mensch den Zugang? Wie geht jemand durch diese Pforte? Das wäre mein zweiter Schritt. Das wollen wir heute Abend uns miteinander anschauen. Da wird das eine oder andere uns vielleicht bekannt sein, aber das eine oder andere wird uns auch wieder neu beeindrucken. Wie gewinnt man den Zugang? Wie kann man durch die Pforte gehen, um schon jetzt hier und heute in der Welt Gottes zu Hause zu sein? Ihr wisst das wunderbare Lied, wir singen es jetzt nicht, aber ich erinnere daran, vielleicht singen wir es später noch, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Das ist das neutestamentliche Lied, das ist das Lied der Kirche. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Und das drückt das sehr schön aus, dass nicht das etwas ist, dass wir von Jesus berichten,
dass wir erzählen, wer Jesus war, dass wir die Leute sagen, ihr müsstet das machen, dass man Anweisungen gibt in der Gemeinde, wäre ja durchaus vorstellbar, dass man in der Gemeinde primär die Schrift auslegt im Sinn von, so und so sollen wir leben, das sollen wir schon machen. Aber die Grundaufgabe ist, dass der Mensch vom Tod zum Leben hinüberzügelt. Ich darf erinnern, dass wo Jesus sein Wort sagt vom Bau der Gemeinde in Matthäus 16, Vers 16, 17 und 18. Ich sage immer wieder die Stelle, falls Sie dann das nachschlagen wollen. Matthäus 16, 17 und 18, wo er davon spricht, dass er seine Gemeinde bauen wird auf dieses Bekenntnis, das Petrus abgelegt hat. Da werden die Tore des Todes keine Macht haben über die, die zur Gemeinde gehören. Mit anderen Worten, schon in dieser Gemeinde haben wir den Tod hinter uns gelassen. Nicht den physischen Tod, aber den ewigen Tod. Das ist der Grundgedanke. Schon jetzt, der offene Himmel. Um es mit dem letzten Wort, von ich jetzt noch sagen möchte, zu diesem noch zu unterstreichen, Johannes 5, Vers 24. Johannes 5, Vers 24. Ein wunderbarer Ausdruck, wo das sehr schön kann, sozusagen zusammenfassen. Das ist wiederum Amen, Amen, ich sage euch. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht, denn er ist schon vom Tod ins Leben hinübergezügelt. Ich wiederhole, das ist das Große innerhalb vom christlichen Glauben. Wer mein Wort hört, das ist das Evangelium, meinem Wort vertraut, dem vertraut, der mich gesandt hat. Gott steht hinter diesem Jesus. Er hat ihn legitimiert. Er ist die Golddeckung. Jesus hat nie was Eigenes getan. Wer dem vertraut, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht. Das Gericht liegt schon hinter ihm. Denn er ist schon vom Tod ins Leben hinübergezügelt. Den Ausdruck, den Jesus verwendet, wird eigentlich verwendet für das, was wir immer wieder machen, wir zügeln. Wir zügeln von einer Wohnung in die andere. Das war der Begriff, der damals verwendet worden ist. Man zügelt. Man zügelt von dem Haus in das Haus, von der Wohnung in die Wohnung. Der ist bereits vom Tod gezügelt, hinüber. Und die Kirche Jesu Christi ist so etwas wie ein Zügelunternehmen. Ein Zügelunternehmen, wo Menschen transportiert werden vom Tod zum Leben. Darf ich das nochmal sagen? Das scheint mir ganz wichtig, wenn wir vom leidenschaftlichen Glauben, vom leidenschaftlichen Leben, vom leidenschaftlichen Liebe reden, dann reden wir von der Liebe Gottes, die es ermöglicht, dass Menschen schon in dieser Welt, in diesem Leben, hier, so wie ich da bin, wie ihr da seid, können wir jetzt schon vom Tod ins Leben hinüberzügeln. Das heißt, die Gemeinde Jesu Christi ist so etwas wie ein Transportunternehmen. Das darf man so sagen. Ein Transportunternehmen, wo wir Menschen helfen, vom Tod zum Leben hinüberzugehen. Das fällt ganz groß unter den Oberbegriff der Vergebung. Da, wo Menschen Vergebung erlangen, da werden sie biblisch gesprochen gerechtfertigt, sprich mit Gott versöhnt. Und da beginnt dieses neue Leben. Ich möchte jetzt heute Abend noch in dieser kurzen Zeit, wo wir noch haben, die Frage beantworten, wie geht man durch die Pforte? Wie gelingt das? Hat hier Jesus klare Anweisungen gegeben? Überfällt das mich? Überfällt das mich, wenn ich schlafe? Oder wie passiert das? Plötzlich bin ich sozusagen im Himmel. Plötzlich bin ich jetzt schon im Reich Gottes. Durchaus vorstellbar. Was hat Jesus dazu gelehrt? Darüber möchte ich was sagen. Da möchte ich euch wieder mitnehmen mit einem Text. Als Einleitung möchte ich zusammen mit meiner Frau, nicht, dass sie jetzt da aufstehen muss, aber das, was ich jetzt sage, das können wir zusammen euch als Zeugnis geben. Leidenschaftlich glauben, leidenschaftlich leben, leidenschaftlich lieben. Letztes Jahr waren meine Frau und ich in Peking, in China. Ich hatte das große Vorrecht, an der Universität von Peking zu unterrichten. Und da sehen wir wunderbare Menschen begegnet. In dieser Vorlesung saßen Leute, die zum Teil über zwei Generationen nur in Höhlen haben Gottesdienst feiern können. Das sind Leiter gewesen
von sogenannten Family Churches oder Hauskirche, Familienkirche, die über viele, viele Jahre in der Zeit der Verfolgung Gott die Treue gehalten habe. Und als wir angekommen sind, relativ früh, am Sonntagmorgen, etwa gegen 2 Uhr, auf dem Gelände der Universität, da hat man uns gesagt, dass um 6 bereits ein Gottesdienst stattfindet, außerhalb von diesem Campusgelände von der Universität. Da haben wir gesagt, da gehen wir dann gerade hin, da sind wir gar nicht mehr abliegen gegangen, wir haben da unser Zeug noch unterbracht, und dann sind wir mit den Freundinnen oder mit der Freundin, die uns da geholfen hat, sind wir dann etwas außerhalb vom Universitätsgelände, sind wir in eine riesige Kirche mit einer riesigen Treppe rauf, so fast wie in Einsiedeln, so eine Treppe rauf. Und da hat es bereits schon getönt und geklungen, die Leute haben schon inside gesungen. Und da sind wir dann also reingegangen, und das Ganze war also voll mit 1,5 bis 2.000 Leute, war eine riesige Kirche, Raum. Und da saß jemand vorne am Klavier, so wie ich vorher am Klavier gespielt habe, und hat diese ganze Kompanie von Menschen, die da anwesend waren, man hat am PowerPoint hat man die Lieder gesehen, wir konnten es natürlich nicht lesen, weil das Chinesisch war, aber die haben einfach gesungen. Und dann ging die Predigt, dann kam die Predigt. Und dann circa nach einer knappen Stunde war der ganze Gottesdienst vorbei, und dann ist man mit dem Säge entlassen worden, und dann hat der Pastor hat dann gesagt, so, wer von euch Christ werden will, der kann runter in den Keller gehen, ins Untergeschoss. Da wird ihm in ein paar Minuten erklärt, wie man Christ wird und was es heißt, Christ zu sein. Da sind Menschen runtergegangen, wir sind rausgegangen, und dann sind wir da zu diesem Flügel. Also müsst ihr ganz eine große Kirche vorstellen. Wir sind hier rausgegangen, es war vielleicht 7, 7:30. Dann ist auf der linken Seite eine Schlange gestanden, deren Ende wir noch nicht gesehen haben. Und die wollten alle rein. Kam der nächste Gottesdienst. Und dann haben wir gehört, dass da simultan Übersetzung ist. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir mal da, jetzt gehen wir gerade nochmal, kann nicht schaden. Und dann sind wir dann in der zweite Gottesdienst gegangen. Und da konnte man tatsächlich dann die Übersetzung verfolgen. Genau derselbe Ablauf, wunderbares Singen, begeistert gesungen. Klammer auf, Klammer zu. In der Klammer sage ich, manchen Worship, den ich hier zum Teil erlebe, ich bleibe ganz anonym, wo einfach die Leute gar nicht recht können mitsingen. Es ist nicht zum Vergleichen gewesen. Da wurde gejubelt und gesungen, laut und klar, die wunderbaren Texte, die man gar nicht verstanden habe. Aber da, die Leute waren dabei. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Da war Erweckung, da war Leidenschaft. Der Gottesdienst ist genauso verlaufen. Wer Christ werden möchte, Keller, 15 Minuten wird ihm erklärt, wie man Christ wird. Da sind wir raus, dann hat der dritte Gottesdienst angefangen. Dann kam der vierte, dann kam der fünfte. Menschen laufen zu Jesus in Scharen. Haben wir in der Zeit, in der wir dort waren, haben wir erleben dürfen, sehen dürfen, haben teilnehmen dürfen. Das ist unglaublich. Und ich tue da nur sagen, warum das so ist. Und an der Universität, nur um ein Beispiel zu geben, da ist ein unglaublicher Hunger nach Jesus. Man hatte Jahre des Kommunismus hinter sich, da ist eine Leere da. Jetzt kommt der Materialismus, die Leere wird nicht ausgefüllt. Man sucht nach Inhalt, man sucht nach Werten, man sucht nach Leitung. Siehe Ansari in Indien. Es ist nur der Weg Jesu, wo den Weg der Erlösung zeigt. Genau das haben wir in China erlebt. Und an einem letzten Tag, wo ich unterrichtet habe, beziehungsweise es war sogar schon Samstag, Studenten wollten nochmals, dass ich nochmal erscheine im Institut, wo ich unterrichtet habe. Und haben wir gesagt, wir treffen uns am Samstagnachmittag um 3. Und dann bin ich da ins Institut gegangen, und dann war das Institut besetzt. Alle Räumlichkeiten durch andere Vorlesungen und so weiter. Dann haben die gesagt, kein Problem, wir lagern uns hier im Gras. Und dann haben wir da, also es war so ein Garten wie dort, etwa so groß, und dann hat sich die ganze Studentenschar dann auf der Boden gesetzt. Ich habe so ein schiefes kleines Sesselchen gehabt, wenn man zeltet, so eine wackelige Sache, da bin ich drauf gesessen. Und dann ging es los. Und dann habe ich jemand bemerkt, einen Mann, wo da unter einem Baum stand, auf Hörweite. Und ich war dann etwas verunsichert, und dann habe ich meine Übersetzerin mit dem schönen Namen Sü
ist auch ein schöner Name, Süü. Die habe ich dann gefragt und habe gesagt, ist das gut, wenn wir da so öffentlich über Jesus reden und so weiter. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, machen Sie weiter, machen weiter, das ist alles okay. Und dann kam die Pause irgendwann um 4:30, 5 oder 5 und da wurde gefuttert. Die Chinesen sind ja ganz gut im Futtern, die haben einfach gern da, wird dann, und die bringen Zeug mit. Und dann einfach so richtig erfreut, dass man als Christ beieinander ist. Das ist ganz, also so wie ihr das vorher gemacht habt, da machen die da auch. Und dann kam dieser Mann auf mich zu und hat sich dann vorgestellt als Professor, wenn ich mich recht erinnere, der Soziologie, der mit großem Interesse alles zugehört hat, was ich über, oder dass wir über Jesus gesagt haben. Und bittet um die Erlaubnis, er dürfe doch noch bis zum Rest der Veranstaltung noch weiterhin unter dem Baum stehen bleiben. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen. Ein großes Verlangen nach Jesus. Leidenschaftlich glauben. Warum ist da so eine Erweckung? Und ich könnte noch mehr erzählen. Wir könnten noch mehr erzählen. Worin, warum leidenschaftlich glauben? Das Geheimnis ist ganz einfach gewesen. In der Zeit der Verfolgung, wo die sich in Höhle haben treffen müssen, um Gottesdienst zu feiern, und wo sie Tag aus, Tag ein Schwierigkeiten hatten, zum Teil sind wir ja vertraut mit der brutalen Regime, was die Christenverfolgung anbetroffen hat. Man Mao wollte ja das Christentum ausradieren. Total, total. Die haben nur zwei Dinge getan in ihrem Leben. Einmal, sie haben für ihre Feinde gebetet. Sie haben das Wort Gottes gelesen, studiert, haben sich anfeuern lassen, ansünden lassen von Gottes Liebe in seinem Wort. Das, was wir hier machen. Ich möchte euch das nur sagen, um euch sozusagen zu zeigen, wer wir sind und wozu wir gehören. Wir gehören zu einer großen Armee. Warum nicht Heilsarmee? Eine Armee, die für das Heil dieser Welt da sind und da ihren Beitrag leisten, dass das Heil hinausgeht. Dass Menschen, und wir haben nicht Menschen, die uns verfolgen, wir haben Menschen, die vielleicht etwas zurückhaltend sind. Menschen, wo viele Fragen haben. Menschen, wertvolle Menschen. Aber wir sind dazu da, dass wir ihnen auch Anteil geben an diesem Heil. Deshalb Pforte, deshalb Tür. Deshalb ist die Gemeinde ein Ort, wo der Zugang zu Gott gefunden werden kann und gefunden werden soll. Das wäre so ein bisschen der Anfang. Das war meine Einleitung. Wir könnten noch mehr über China berichten. Ich will euch noch ein kleines Wunder erzählen. Wir haben ja Abend und am Abend kann man etwas entspannter sein. Am Nachmittag ist man immer etwas nervöser, da muss man was leisten, dass dann am Schluss was da ist. Also, ich gebe euch noch ein kleines Zeugnis. Wir hätten am Donnerstag im Juli letztes Jahr fliegen müssen. Und wie dem so ist manchmal, waren wir dann tatsächlich mittags um 1 auf dem Flugplatz in Kloten, gar nicht so weit weg von hier. Früh und gepackt, mit allem drum und an, wunderbar verabschiedet, die ganze Familie, China und anschließend Hongkong und dann Indien. Ja, auf Wiedersehen, wir freuen uns, Gott segne euch, das ist eine wunderbare Missionsreise. Und dann wollten wir gerade rein ins Flugzeug und waren überall durch der Check-in und so weiter. Und dann, wo wir ins Flugzeug rein wollen, sagte ich, stopp, Sie dürfen nicht rein. Donnerstag, am Montag musste ich anfangen. Dann haben wir gesagt, was gibt's denn? Das gibt's doch nicht. Wir können doch nach China fliegen. Nein, Sie haben kein Visa. Oh, Schreck, oh, groß. Da haben wir dann gesagt, nein, das Reisebüro, wo wir die Billette bekommen haben, die haben gesagt, 14 Tage lang kann man nach China reisen ohne Visa. Braucht kein Visa. Dann haben wir hin und her argumentiert und so weiter. Am Schluss hat natürlich die Swiss Recht behalten. Es gab keine Bestimmung, wonach wir ohne Visa können fliegen. Mit anderen Worten, wir sind dort stehen geblieben, der Laden wurde zugemacht und wir sind nicht mitgekommen. Meine Frau hat fast Tränen gehabt, stimmt's? Ja, sie war sie war zumindest sehr bewegt, um nicht zu sagen, sehr erregt und hat gesagt, wie können wir da rechtzeitig in China sein? Dann haben wir ja gehört, dass es sehr schwierig ist, dass man ein Visa kriegt, und zwar relativ schnell, weil ein sogenanntes, wie heißt das Visa, Express, das Express-Visa war genau an diesem Tag abgeschafft worden. Meine Frau hat es sogar in der Zeitung gelesen, und da hat ein Express-Visa heißt, man kriegt innerhalb von einer Woche das Visa. Und ich musste am Montag anfangen, das war der Donnerstagnachmittag. Dann sind wir heim, haben gesagt, Herr Jesus, so ist es halt jetzt mal, du musst uns ja irgendwie helfen.
Dann haben wir zuerst schon mal telefoniert an die Peking University, haben gesagt, es sieht sehr fraglich aus, dass wir erscheinen, sie müssen jemand Ersatz finden. Dann haben wir uns entschieden, am Freitagmorgen nach Zürich zu gehen, zur Konsulat, weil in Bern ist es ein größerer Betrieb, dort ist die Embassy, aber Konsulat ist völlig besser. Und dann sind wir also am Freitagmorgen getröstet und zuversichtlich, zumindest ich, sind wir dann nach Zürich gegangen, ins Konsulat, und da waren bereits schon zwei relativ lange Schlangen, sind wir gestanden, und also der Gedanke war, und dann haben wir wieder gehört, wie die zwei wunderbare Chinesinnen, wo da saßen, da haben wir wieder gesagt, come back in a week. Dann haben wir gesagt, also wenn wir in einer Week back kommen, dann ist die halbe Zeit schon vorbei von meinem Einsatz in China. Also, was machen wir auch denn? Da kam ich also an der Counter da, wo die Dame saß, und ich habe alles ausgefüllt. Das waren 5, 6, 7 Seiten. Unglaublich, was man da alles hat ausfüllen müssen. Bis zur Großmutter ist das zurückgegangen. Ich musste mir richtig über nachdenken, was ich für eine Großmutter hatte. Und wie dem auch sei, da kam man dahin. Und da war nur ein Punkt an den 7 Seiten, wo ich nicht ausfüllen konnte. Und der Punkt war, wann fliegen Sie? When do you fly? Ein großes Fragezeichen noch gemacht. Und die hat das durchblättert. Warum dieses Fragezeichen? Und dann habe ich gesagt, ja, das hängt an Ihnen. Dann hat sie sich natürlich sehr schon mal sehr gefreut, weil immer wenn du sagst, du hast hier Vollmacht, dann habe ich gesagt, das liegt an Ihnen, wenn ich fliege. Dann hat sie gesagt, wann würde sie denn gern reinschreiben zum Fliegen? Stellt euch mal vor, also nicht auf Chinesisch, auf Englisch, hat sie dann gesagt, when do you like to fly? Dann sage ich nach Möglichkeit sofort. Dann sagt sie, schreibe sie rein, nein, wen wollen Sie das Visa? Wann wollen Sie Visa? Da habe ich gesagt, ja, so schnell wie möglich. Und ich habe immer noch die Information von meiner geliebten Frau gehabt, es gibt kein Expressvisa mehr. Da haben wir einen innerlichen Ruck gegeben und habe gesagt, ja, wenn es geht, heute. Da sagt sie, kommen Sie in 2 Stunden wieder zurück. Und wir hatten in 2 Stunden unser Visa. Die haben an der Universität in Peking haben gebetet, das ist uns bezeugt worden, sowohl durchs Telefon wie auch nachher. Die haben gesagt, der Kemmler, der muss kommen, und wir beten, und der Herr hat das bereits schon so wunderbar organisiert, und der muss das Visa kriegen. Und so haben wir das Visa gekriegt. Und so konnten wir am nächsten Tag genau zur selben Zeit, am Mittag um 1, fröhlich ins Flugzeug sitzen und sind deshalb etwas später dann in China auch gekommen, konnte aber am Montagmorgen fröhlich mit meinem Unterricht anfangen. Und um die Sache noch zu toppen, sage ich euch noch was. Ich hatte einen offiziellen, im April hatte ich schon einen offiziellen Übersetzer zur Seite bestellt bekommen, der ein Nichtchrist war. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ich soll den Römerbrief unterrichten. Habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich kann doch nicht an der Universität den Römerbrief lehren. Und dann habe ich einen kommunistischen Menschen, wo von Rechtfertigung und all diese Sachen, das ist ja kompliziertes Zeug, was der Paulus schrieb. Der kann doch das nicht so recht übersetzen. Das ist ja nicht einfach. Wieder haben wir gesagt, der Herr gibt's, warten wir, schauen wir, was passiert. Und dann kommen wir nach China, und dann heißt es, ich mache es kurz, Herr Kemmler, es tut uns so leid, der Übersetzer hat in eine andere Universität müssen, er kann sie nicht übersetzen, wir haben eine Stellvertretung für ihn gefunden, können Sie sich auch mit dem zufrieden geben. Jetzt war das ein Dr. Chao. Und der Dr. Chao war ein wunderbarer Christ. Der doktorierte in Jerusalem, war ein Alttestamentler, war ein absolut wunderbarer Mensch. Ich habe nicht mehr als 15 Minuten gebraucht in der Vorlesung, und ich habe gemerkt, es macht Klick. Und so hatten wir eine wunderbare Zeit, so übersetzt. Also, das war doch ein eindeutiges, ich sage jetzt einmal so, in meinem Verständnis, das war für mich ein klares Zeichen von Gott, es soll gut kommen. Und so ist dann eine sehr gesegnete Zeit geworden. Was will ich sagen? Seht euch an als eine Gemeinschaft, die hineingehört in eine weltweite Gemeinschaft von Menschen, die leidenschaftlich glauben, weil der Himmel geöffnet ist und Gott unmittelbar in unser Leben hineinwirkt. Wir müssen uns nicht durch was für Übungen, durch was für Askese, durch was für Leistungen uns langsam in die Nähe Gottes zu bewegen, wie die Hindus. Wir können heute hier in Gottes Gegenwart leben. Das ist ein großes Halleluja wert, und dafür sind wir sehr herzlich dankbar. Und jetzt wollen wir den zweiten Schritt noch machen, heute Abend, soweit die Zeit reicht. Wir hören Punkt halb, wann? Halb zehn, halb elf, halb zwölf, halb irgendwas. Irgendwann um halb hören wir auf.
und mache morgen weiter. Morgen ist ja nochmal eine Gelegenheit und ich freue mich jetzt schon. Morgen ist der Tag der Auferstehung. Ich sage, gell, ihr denkt manchmal, so ein naiver Mensch. Ich bin nicht naiv. Ich glaube aber schlicht und ergreifend nach all den Jahren, Gott lebt. Ich bin überzeugt. Ich kann die Augen zumachen. Gott ist da. Das sagen auch Religionen, Gott ist da. Aber dass er ein Gott der Liebe ist, dem ich vertrauen kann, das ist das Neue. Ich kann keinem Ganesh vertrauen. Ganesh ist so ein Hauptgott in Bangalore, wo ich unterrichte. Der Ganesh wird gefeiert im September. Das ist eine riesige Celebration, riesige Sache. Und ich tue die Leute gar nicht schlecht machen. Aber ich war dabei, wo sie ihre Hauptfest, eine Woche lang, wird der Ganesh, das ist der Elefantengott, den hat man heute sogar im Manor und im irgendwo sonst im Einkaufszentrum, sieht man den Ganesh. Und das ist halb Elefant, halb Mensch. Und das soll der Gott sein, der die Weisheit des Menschen schafft. Der steht hinter der Bhagavad Gita, der steht hinter allem Wissen. Und da muss ich sagen, da habe ich eine kleine Schwierigkeit, das nachzuvollziehen. Da habe ich lieber den Herr Jesus gern, wo ein Lehrer war, wo sagt, es geht ums Denken, es geht ums Nachdenken, es geht ums Umdenken, es geht um eine Veränderung eures Denkens. Halleluja, das ist, was mir gefällt. Und deshalb bin ich so begeistert über leidenschaftlich glauben, weil uns dieser Christus den Zugang zu Gott schafft und weil er unseren Geist anregt. Er redet zu mir, zu meinem Geist. Und damit habe ich bereits die Brücke für das, was wir jetzt miteinander machen. Ich werde euch einen Text vorlegen, den ihr garantiert schon mal gelesen habt. Aber es könnte sein, dass das eine oder andere euch plötzlich wie neu vorkommt. Wir lesen miteinander, aber ich bete zum Anfang. Bete zum Anfang. Bete. Herr Jesus, da sind wir. Ja, danke vielmal, dass du da bist. Wir danken dir, dass du uns den Himmel geöffnet hast. Ich sage das mal jetzt für alle, die da sind, Herr Jesus. Du hast da Enormes getan. Das ist für uns fast nicht vorstellbar. Ein einzelner Mensch, der das hinkriegt, den Himmel, die Welt Gottes öffnen, Himmel und Erde zusammenbringen. Aber irgendwie haben wir im Laufe des Lebens begriffen, da ist viel Wahrheit. Und da ist wirklich Leben. Und so möchten wir dich jetzt, Herr Jesus, darum bitten, dass du uns mit unserem begrenzten Geist hilfst, dass wir etwas von der Herrlichkeit, diese Pforte erkennen, von der du gesprochen hast, die du gelehrt hast. Und wo weltweit, sei es in China oder in Indien, Menschen einfach fasziniert sind von deinem Verständnis, was Leben ist. Leben in dieser Welt und im Leben, dass es nachher gibt. Du hast Himmel und Erde zusammengebracht und wir danken dir dafür. Sei du mit uns. Amen. Johannes 3. Johannes 3, hier ist der Text. Ich sage nochmal, ein Text, den wir sicher schon mehrmals gehört haben, spielt gar keine Rolle. Wieder, lasst uns den Text so hören, als würden wir ihn zum ersten Mal hören. Und mein Oberbegriff ist geöffneter Himmel. Wie erlebt der Mensch den offenen Himmel? Oder anders gesagt, wie geht der Mensch durch die Pforte? Wenn die Gemeinde die Pforte ist, wie geht man eigentlich hindurch? Das ist eine ganz simple Frage. Aber das ist, was ich möchte versuchen zu beantworten. Nun die Geschichte. Nikodemus, ich lese sie vor. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Hören wir schon wieder, er war ein Professor. Er war ein Lehrer. Er hat sich immer wieder muss ich das sagen, er war nicht primär ein Wunderwirker. Viele Menschen sagen, der hat so viele Wunder gemacht. Stimmt gar nicht. Verglichen mit dem Mose, verglichen mit dem Elia, war Jesus eine kleine Nummer. Also da, was er da mal ein bisschen kalt oder ein bisschen kalt, aber was wirklich aufgefallen ist, bei Elia oder bei Mose, bei Jesus, alles sehr minimal. Er war vor allen Dingen jemand, wo den Menschen zum Umdenken bringen wollte. Deshalb sagt er, das Reich Gottes ist genaht, denkt um, denkt nach, verändert euch, geht mir nach.
Das gefällt mir an ihm. Und hier ist Lehrer. Hier heißt es, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus antwortete und sprach, wahrlich, hören wir, das ist jetzt das nächste wahrlich, wahrlich Wort nach Johannes 1,51. Wir spitzen die Ohren. Ich wiederhole, Punkt 1, wenn Jesus wahrlich, wahrlich sagt, dann sagt er etwas, was unverbrüchlich und unaufhörbar gültig ist. Das kann nie verändert werden. Doppelt Amen, Amen. Das wird immer Gültigkeit haben. Das wird nie verändert werden. Das ist wichtig. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, dem Nikodemus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Da könnt ihr auch einsetzen, nicht erleben. Der Begriff sehen heißt erleben, erfahren. Nicht sehen so, sondern erfahren. So wie Menschen das Licht der Welt sehen. Die erleben das. Wenn das Kind das Licht der Welt erblickt, dann fängt es an zu leben. Also leben. Nikodemus spricht zu ihm. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete, drittes. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Da hören wir wieder, Reich Gottes, Welt Gottes. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. 3,8, der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen und Brausen. Aber du weißt es nicht, woher er kommt, wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren oder gezeugt ist. Bis hierher. Nachher der zweite Teil. So, jetzt sind wir zuerst einmal dankbar für den wunderbaren Text. Der ist einmalig in der religiösen Literatur. So, jetzt wollen wir es wieder, nach einer guten Portion Spaghetti, wollen wir doch noch versuchen, unsere Hirnzellen zu aktivieren. Ich hoffe, wir sind noch parat, okay? Ich verspreche, es geht nicht allzu lang. Um halb, was immer halb ist, da hören wir auf. Ich frage euch einmal, wo spricht hier Jesus davon, dass der Himmel geöffnet ist? Wo kommt hier das zur Sprache? Der geöffnete Himmel. Zugang zur Welt Gottes. Himmel und Erde kommen zusammen. Wo spricht er davon? Das ist der Punkt 1. Wunderbar, das ist jetzt unser erster Punkt. Was die Mariana, korrekt, Mariana, sagt, ist völlig richtig. Jesus sagt, ich sage es mal nicht negativ, sondern positiv, man kann von oben, von Neuem, von Gott, vom Reich Gottes her geboren bzw. gezeugt werden. Das Wort, das er hier verwendet, ist Zeugung. Der Mensch kann gezeugt werden, aus der Welt Gottes, von oben, durch den Geist. Ich sage es nochmal, vergleiche, so wie ich eines Tages gezeugt wurde, durch meinen Vater, der hieß Richard, und ich diese Welt erblickt habe, als ein natürlicher Mensch, so kann ein Mensch von Gott, dem Vater, gezeugt werde durch den Samen des Wortes Gottes und ein neuer Mensch entsteht aus Gott, göttlich. Auch wenn ich mich verdopple, ich muss nur mal sagen, er bringt den Vergleich zwischen einer natürlichen Geburt und Zeugung und einer übernatürlichen Zeugung. Einfach, dass das von Anfang an mal klar ist. Er sagt, im natürlichen Leben kommt ein Mensch in diese Welt durch die Zeugung eines Kindes, wo der Same, Eizelle, ein neues Leben entsteht, wird gezeugt. Und dann kommt ein Mensch in diese Welt. Das ist die natürliche Art, wie man geboren wird, neues Leben. Und Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist es ganz ähnlich, fast gleich. Der Unterschied ist, jetzt wird man nicht vom Mann, sei es ich, sondern man wird von Gott gezeugt. Gott zeugt. Und zwar zeugt er auch durch den Samen. Der Same ist
das Wort Gottes, wo der Geist Gottes drin ist. Der Geist Gottes und Wort Gottes gehört zusammen. Das verstehe ich ja auch, oder? Das Wort enthält der Geist. Das Wort und Geist gehört zusammen. Das Wort ist ein Ausdruck von was? Vom Geist. Der Geist drückt sich aus durch das Wort. So wie ich jetzt rede, mein Geist drückt sich aus durch das, was ich sage. So ist auch das Wort Gottes ein Ausdruck von Gottes Geist. Also nochmal, so wie ich gezeugt werde auf natürliche Weise durch den natürlichen Samen eines Mannes, zusammenkommen von Mann und Frau, der ist entstanden. Jemand, der aus Gott gezeugt wird durch das Samen vom Wort Gottes, der bekommt jetzt göttliches Leben. Und er kommt jetzt nicht mehr in die natürliche Welt, sondern er kommt jetzt ins Reich Gottes. Ist völlig richtig, was du gesagt hast, Mariana. Das ist ein Zeichen vom offenen Himmel in unserer Welt. Jemand kommt in diese Welt. Jetzt tut es ja Jesus negativ formulieren. Wenn nicht jemand. Haben wir das beobachtet? Warum tut er es wohl so formulieren? Wir wollen nicht auf Details eingehen, sondern nur auf den Hauptgedanke. Ich habe es ja jetzt positiv formuliert. Jesus formuliert es negativ. Es sei denn, dass jemand von oben geboren werden wird, kann er nicht das Reich Gottes erleben. Warum tut es er negativ formulieren? Was meint er? Bei so Sachen muss man immer ziemlich genau drauf lassen, wie er es sagt. Er hätte es absolut positiv können sagen. Er sagt, wenn du ins Reich Gottes kommen willst, dann musst du von oben gezeugt werden. Punkt. Und so kommst du rein. Du kommst ins Reich Gottes in dieser Welt durch eine Zeugung von oben. Nein, negativ. Es sei denn, dass jemand von oben oder vom Geist gezeugt wird, kann er nicht in das Reich der Himmel kommen. Kann er nicht durchs Tor gehen. Versteht er? Durchs Tor ins Reich Gottes. Warum negativ? Aha. Haben wir es verstanden? Das ist eine Art der absolute Aussage, also nur auf dem Weg. Das, was du sagst, richtig? Er sagt, nur auf diesem Weg kann man den Zugang finden. Und sagt, ich glaube, er ist manchmal auch humorvoll gewesen. Er sagt, auch im natürlichen Leben kann man nur in dieses Leben kommen durch Zeugung. So auch im geistlichen Bereich. Nur auf diese Weise kann ein Mensch ins Reich Gottes kommen. Ins Reich dieser Welt kommt man nur durch Zeugung. Ins Reich Gottes kommt man ebenfalls nur durch Zeugung. Das ist nun einfach mal das Grundgesetz. Das wollen wir festhalten. Das ist der einzige Weg. Und er sagt nicht, der ist hoffnungslos, sondern er sagt, so ist es einfach. So wie es ein Naturgesetz gibt, gibt es auch ein Reichsgottesgesetz. Okay? So wie es ein Naturgesetz gibt, das kann man auch nicht umwerfen. Genauso ist auch das mit dem geistlichen Gesetz. Ja. Frage: Woher hat denn das Jesus die Idee? Das ist jetzt spekulativ. Woher hat denn er diese Idee, dass man jetzt schon, gell, ich sage mal Folgendes: Im Hinduismus lehrt man auch eine Wiedergeburt. Man nennt sie dort Reinkarnation, Wiedergeburt. Im Hinduismus spielt Wiedergeburt eine große Rolle. Mit anderen Worten, der Gedanke der Wiedergeburt ist nicht total neu. Der Unterschied, ich sage es gerade, was der Unterschied ist. Im Hinduismus wird man, nachdem man gestorben ist, wieder neu geboren. Und je nachdem, wie weit man vorankommen ist in der Erlösung, wird man in ein besseres Leben geboren. Man kann aber auch absinken und wird eine Ameise. Oder man wird eine Kuh. Oder man wird eine Schlange. Oder man wird irgendwas. Oder ein Hund. Also ich mache keinen Witz. Das ist die Karma-Ordnung. Das ist ein höchst ausgeklügeltes System der Wiedergeburten. Das ist das sogenannte Rad der Wiedergeburt. Und das Rad der Wiedergeburt ist das Schlimmste, was der Hindu möchte. Er möchte raus. Erlösung heißt raus aus dem Rad der Wiedergeburt. Einfach, dass wir das begreifen, weil bei uns in der Schweiz wird oft die Wiedergeburt als was Positives gesehen. Ah, ich komme dann zurück
Und dann kann ich nochmal da mein Haus bewohnen oder und so weiter, ich komme wieder zurück. Nein, wie, also dann muss man sagen, dann versteht man den Hinduismus falsch. Was er lehrt ist, es gibt Tausende, Millionen von Wiedergeburten, bis der Mensch endlich einmal seine Schuld abtragen hat. Und dann geht er ein ins Brahma. Das Brahma ist Reich Gottes, ist das Absolute. Und man kann auch sagen, in das Nirvana. Wollen wir uns nicht inhaltlich fühlen, aber das ist genau die Parallele. Wir haben den Zugang ins Reich Gottes durch Gnade, indem wir neu gezeugt werden. Jetzt ist der wichtige Unterschied, im Christentum geschieht einmalig die Wiedergeburt, jetzt in diesem Leben. Nicht nachdem ich gestorben bin. Reinkarnation, warum auch nicht? Wiedergeburt, hier. Und deswegen tut ja der Nikodemus so schmunzeln und sagt, ach du liebe Zeit, das ist jetzt ein komischer Gedanke. Ich kann doch nicht mehr in den Leib meiner Mutter hineinsteigen, um nochmal gezeugt zu werden. Das ist richtig eine humorvolle Aussage. Also das ist nicht einfach so eine dramatische, sondern sagt, also das ist ein echter Witz, was du machst. Ich kann doch nicht nochmal in den Leib von meiner Mutter einsteigen, um nochmal geboren zu werden. Und Jesus, bin ich überzeugt, schmunzelt über die ganze Sache. Haben wir den Unterschied begriffen? Ich sage nochmal das Wesentliche. Wie haben wir den Zugang in die Welt Gottes? Jesus antwortet in Johannes 3 eindeutig, es kann nur durch eine neue Zeugung passieren. Und diese neue Zeugung passiert durch Gott, der ist eine Person, Persönlichkeit, und die Zeugung geschieht durchs Wort Gottes, das in uns neues Leben weckt. Das ist der Grundgedanke. Woher hat denn Jesus diese Lehre? Woher hat er denn die? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, woher denn der Gedanke von der Wiedergeburt? Vom Hinduismus kann er es nicht haben, weil die lehren was völlig anderes. Und es gab einmal Plato und Neuplatonismus, die haben auch Ähnliches gelehrt wie die Hindus. Also das ist ja immer der Wunsch vom Denken, ich möchte wieder zurückkommen, die Welt ist so schön, also wenn man in der Schweiz wohnt, nicht überall. Aber ja, das ist so schön, wo ich in Olten, habe ich mal Stellvertretung gemacht, wo wir zurückgekommen sind von Ghana, habe ich in Olten, kennt ihr das? Das ist so in der Nähe von Aarau, Olten, gegen Osten. Da bin ich in der Pauluskirche gewesen und da habe ich so die Gemeinde zum Teil ein bisschen verwest, heißt das, verwest. Da war kein Pfarrer da und da mussten sie jemand haben, der verwest. Und das heißt verwaltet. Das heißt lustigerweise verwesen. Kannst du mal die Gemeinde verwesen? Das ist der offizielle Ausdruck. Und dann bin ich dort verwest. Nein, ich habe dort verwest. Und dann habe ich Leute gehabt, wirklich herzensgute Menschen. Und die haben gesagt, ah, wir sind ja Kämler, ich mache mir gar keine große Sorge über das Sterben. Ich komme ja sowieso wieder zurück. Dann sage ich, wieso kommen sie denn wieder zurück? Ja, die Wiedergeburt. Reinkarnation, wir werden alle reinkarniert. Da war sicher ein Haufen von 20, 30 Leuten, wo das tief geglaubt haben. Und ich sage, das ist unsere große Hoffnung, wir kommen wieder zurück. Da habe ich natürlich einen riesen Schock ausgelöst, wo ich gesagt habe, man stirbt nur einmal, Punkt, und dann kommt das Gericht und so weiter. Also da erzähle ich es nicht mehr. Woher hat denn Jesus diese Idee, dass der Mensch in dieser Welt neu gezeugt werden kann und ein neues Leben empfangen kann und damit den Zugang hat zu der Welt Gottes? Er lehnt also ab, ich kann das nicht durch Bildung machen, das wäre ein Gedanke, oder? Also Nikodemus, ein gescheiter Mann, er sagt, ich habe schon so viel begriffen und ich bin ein großartiger Denker und nun, Herr Jesus, kannst du mir noch eine geniale Idee geben, wie ich das hinkriege? Er sagt, nein, durchs Denken funktioniert es nicht. Ein anderer sagt, ach weißt, ich habe so manche gute Werke getan. Ich war vor kurzem bei meinem Arzt. Nur vor 2 Tagen. Und der Arzt sagt zu mir, wissen Sie, Herr Kemmler, alle Religionen sind eigentlich gleich gut. Ich sehe jetzt überhaupt nicht ein, warum es Christentum ist. Ich bin ja einer, wo die Menschen liebt. Nächstenliebe. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, ich gebe so viel Geld für Kambodscha. Und für dieses, warum er mir das gesagt hat, unter dem, dass er, gell, ich muss dorthin in meinem Alter wegen Steuerrad, also wegen Autofahrer. Und während er mich da behandelt hat, hat er sich da immer so erlassen über, dass er ins Paradies kommt, wegen seiner nächsten Liebe. Jetzt sage ich nur mal, Jesus sagt da nicht, wenn ihr euch recht Mühe gebt und viele gute Werke tut, dann könnt ihr den Zugang finden. Auch nicht. Er sagt auch nicht durch irgendwelche religiöse Übungen, Yoga. Johannes der Täufer, der muss ja ganz dünn gewesen sein, der hat immer gefastet. Muss ganz, also richtig so ein, der hat ja, was hat er gegessen? Ameise.
wilder Honig. Also, wenn ich mir das so vorstelle. Also, wie der war Asket, Asket. Wenn ihr mal in Indien die heiligen Männer seht, habt ihr das schon mal gesehen? Die sind manchmal fast durchsichtig. Die haben so gefastet, ist unglaublich. Aber das ist ehrenwert. Ich bewundere die Leute, die setzen alles auf eine Kappe, damit sie Erlösung erlangen. Und dann kommen wir, Halleluja, mit dem Evangelium und sagen, Christus hat für uns die Schuld getragen. Das ist der Skandal. Das ist der Anstoß, oder? Jetzt nochmal, woher hat denn Jesus diese Idee, dass ein Mensch schon in diesem Leben neu gezeugt werden kann und ins ewige Leben kommt? Ja, ja, das sagt er ja. Das ist die einzige richtige Antwort. Das bringt er von Gott mit. Er kann nicht auf andere sich beziehen. Nicht einmal im Alten Testament. Nicht einmal im Alten Testament haben wir diese Lehre. Im Alten Testament haben wir mal in Hesekiel 37, dass ein Volk wieder aufersteht. Aber individuell, dass der Einzelne, das ist in der Tat nur von Jesus gelehrt worden und er bringt es aus der Welt Gottes. Jetzt frage ich euch noch, was meint denn Jesus, wenn er im Vers 9 sagt, ach, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, wohin er kommt und wohin er geht, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nochmal Vers 8, der Wind weht, wo er will. Wo will denn der Geist wehen? Also das, was du gesagt hast, ist völlig richtig. Nachher spricht er davon, niemand ist der Himmel. Er bringt es mit, er bringt es vom Vater. Wo will denn der Geist wehen? Den Ausdruck brauchen wir ja manchmal, wenn eine Gemeinde entsteht, eine Gemeinde wird jetzt Grund, ja, nur der Geist weht halt, wo er will. Wo will der Geist wehen? Das ist das, was wir heute Abend noch hinkriegen wollen. Dass man das nicht vergessen. Wo will denn der Geist wehen? Macht uns mal Gedanken. Wo will denn der Geist? Und wehen heißt, wo will er zeugen? Versteht ihr's? Er gebraucht das Bild vom Wehen, meint aber, der Geist will zeugen. Der Geist will zeugen. Er will neues Leben zeugen. Wo will denn der Geist neues Leben zeugen? Der Geist weht, wo er will. Er meint, der Geist zeugt, wo er will. Wo will denn der Geist zeugen? Das ist jetzt ein bisschen schwierig so abends, aber wir probieren es. Wo will denn der Geist zeugen? Der Geist ist Persönlichkeit. Einfach, dass das klar ist. Für Jesus ist der Geist ganz klar eine Person, eine Persönlichkeit. Sieht nicht so aus wie nie, das ist ganz klar. Aber er ist eine Persönlichkeit, er hat einen eigenen Wille. Er ist ganz klar, neben Gott, Jesus, eine eigene Person, eigene Persönlichkeit. Wo will denn der Geist zeugen? Bei wem will er denn zeugen? Sag's nochmal. Wo es Gott schenkt? Wo schenkt's Gott? Wo schenkt's Gott? Und wo sind's bereit? Das ist ganz wichtig. Ich sage mal so, meine Frau und ich, sie sagt immer, ich muss da vorne hin. Also, hier. Es ist eh das Licht, wo mich stört. Deshalb komme ich mir hierher. Weil so bin ich geblendet. Jetzt. Ja, nein, es macht nichts, sie können ja auch hierher kommen. Also, der Ausdruck von parat ist ausgezeichnet. Wo wir unsere drei Kinder gezeugt haben, da mussten wir parat sein, damit die Zeugung kann passieren. Wann ist der Mensch parat, dass der Geist zeugen kann, dass der Geist wehen kann? Ich möchte euch einfach diesen Gedanken klar in den Kopf setzen. Jesus lehrt hier die Art und Weise, wie ein Mensch durch die Pforte ins Himmelreich kommt. Und Antwort Nummer 1 ist schon mal ganz klar. Der Mensch kommt nur durch eine Neuzeugung ins Himmelreich. Es gibt keinen anderen Zugang über Werke und so weiter und so fort. Frage, wann weht, wann will der Geist wehen, wann will er zeugen? Antwort ist sehr gut, dann, wenn wir parat sind. Wann sind wir parat? Das ist eine ganz wunderbare Lehre von Jesus.
Was meint er? Das ist eine wunderbare Lehre, wenn er nachher hört, wie das alles zusammenhängt, das staunt er. Nicht wahr, wenn ich nicht Antwort weiß am Vers 8, was tue ich dann? Dann sagt Jesus, ihr seid wahrscheinlich jetzt am Vers 8 und jetzt wisst ihr nicht weiter, ja, warum lest ihr nicht weiter? Völlig gebe ich die Antwort ausschließend. Sollen wir mal weiterlesen? Dann kriegen wir die Antwort. So, Vers 9. Nikodemus antwortete und sprach, wie kann dies geschehen? Merkt ihr, der hat genau dieselbe Frage. Das ist genau unsere Frage. Ja, wie kann denn das geschehen? Wie kann der Geist wehen? Wie kann der Geist zeugen? Wo will er denn zeugen? Das ist genau die Frage von Nikodemus. Das ist für ihn eine völlig neue Lehre. Und jetzt kommt's. 10. Jesus spricht, du bist der Lehrer Israel und weißt das nicht. Wahrlich, Achtung, jetzt kommt bereits ein weiteres wahrlich, wahrlich, wahrlich. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. 12. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Eine schwierige Aussage, ich mache es ganz einfach, weil es ist jetzt spät am Abend. Ganz einfach. Was er sagt, ich habe vorher von der Geburt und von der Neugeburt gesprochen. Das kannst du nicht begreifen. Also das ist schwierig, dich nachzuvollziehen. Und jetzt werde ich noch etwas anderes sagen, das ist völlig noch schwieriger. Wie werdet ihr das glauben? Jetzt tun wir uns dem Nächsten zuwenden. Was sagt er denn jetzt? Machen wir weiter. 12, 13. Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Das haben wir vorhin schon gehört. Also da hören wir genau das, was du gesagt hast. Es kommt von Gott. Nur Christus kommt von Gott. Kein Mensch ist bis jetzt zu Gott gekommen. Es gibt keinen Weg von hier zu Gott. Es sei denn, mein Mensch wird neu gezeugt. Ich kann mich nicht selber hochkatapultieren und dann irgendwo einmal in der Welt Gottes sein. Fleisch ist Fleisch, Geist ist Geist. Es gibt keinen Weg vom Fleisch in den Geist. Das muss neu gezeugt werden. Ein neuer Mensch muss entstehen. Das ist, was er hier sagt. Wir gehen weiter. Vers 13. Der ist 14. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, was kriegt er? Ewiges Leben. Was ist der Zusammenhang? Wie wird der Mensch neu gezeugt von oben, um ewiges Leben zu haben? Wie? Wann ist er bereit? Ja! Könnt ihr das einmal zusammenbringen? Jesus bringt die ganz einfache Lehre. Ein Mensch wird empfänglich. Genau wie im menschlichen Leben. Ein Mensch wird empfänglich fürs Wirken vom Geist Gottes, wenn er anfängt zu vertrauen. Dann fällt der Same vom Wort Gottes in sein Leben und ein neues Leben entsteht. Neues, ewiges Leben. Merken wir, wie er das zusammenbringt? Der Geist weht nicht irgendwo. Es geht nicht um eine neue Gemeindegründung hier primär, sondern der Geist weht und der Geist zeugt da neues Leben, wo der Mensch sich empfangsbereit erklärt und sagt, ich vertraue diesem Gott, ich vertraue diesem Vater, ich vertraue diesem Jesus. Und jetzt wollen wir dann noch erklären, was man meint mit Vertrauen. Dann ist der Mensch empfangsbereit und neues Leben wird gezeugt. Neues Leben entsteht, göttliches Leben. Gott will nicht mehr. Er will nicht vom Menschen eine Hochleistung intellektuell. Er will nicht vom Menschen eine Hochleistung in Sachen Werken. Er will keine Hochleistung in Sachen spirituelle Übungen, das ist ja auch eine Möglichkeit, dass die Leute sagen, ich muss alle möglichen Übungen machen, bis das endlich Klick macht. So er sagt, da, wo der Mensch anfängt zu vertrauen, da wird der Mensch empfangsbereit. Da kann er den Samen des Gotteswortes so aufnehmen, dass es Frucht trägt und neues Leben bringt. Jetzt nur meine Frage, und dann bin ich schon gegen den Abschluss, viel mehr will ich heute Abend gar nicht bringen. Ich will es dann wie nur konkretisieren. Noch die Frage, was heißt denn das eigentlich? Was hier heißt im Vers 14 und 15? Darf ich es nochmal sagen? Wie Mose, so muss er erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe.
Was heißt denn an Jesus glauben? Können wir das einmal für uns formulieren? Wir haben jetzt so etwas wie eine Art, ich weiß nicht, wie man es nennt, ist es eine Weiterbildung oder Vertiefung unseres Glaubenslebens? Was heißt denn an Jesus glauben? Schön. Also hier eine erste Aussage, das ist ein Glauben, das. Das heißt, ich habe einen Inhalt, den ich glaube. Ich glaube, dass Jesus lebt. Ich glaube, dass Jesus, was hast du noch gesagt? Dass Jesus existiert, dass Jesus lebt. Jetzt kann ich, was sagen andere? Tun wir mal ein bisschen sammeln. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich glaube im Sinn von ich weiß. Ich bin überzeugt, dass mein Erlöser lebt. Ihr merkt, ich weiß das. Weiter, was sagen andere? Ich vertraue, kannst du noch einen Nebensatz dazu sagen? Ich vertraue? Ich vertraue darauf, dass das stimmt, was in der Bibel steht. Ich vertraue darauf oder ich glaube, dass das stimmt. Ich vertraue Jesus. Aha, was ist der Unterschied zu ich glaube, dass er lebt? Ich vertraue. Okay, was sagen andere? Das ist jetzt ganz wichtig, weil offensichtlich ist das für Jesus, wie man so schön sagt, der Knackpunkt. Deshalb bringt er zweimal dieses wahrlich, wahrlich, wahrlich. Schön, wunderbar. Ich glaube, dass sein Opfertat für mich Gültigkeit hat und genügt. Was sagen andere, was ich glaube? Ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Mhm. Ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Schön, schön. Mhm. Weiter, was denken andere? Es geht mir einfach darum, dass wir einfach für uns jetzt mal heute am 16. oder 17. November mal eine kleine Bilanz machen. Was verstehe ich unter Glaube? An Jesus, an Glaube an Jesus. Wir haben ganz wesentliche Sachen schon bezeichnet. Wir glauben grundsätzlich an Jesus als der, der lebt, der auferstanden ist, der mein Erlöser ist und weiß und man ist gewiss und man hat eine Überzeugung davon. Was sagen andere, was glaube ich? Aha. Aha, schön. Wunderbar. Also jetzt. Ja, ja, okay. Jetzt kommt der Gedanke der Beziehung. Also bis jetzt haben wir gesagt, ich glaube das. Ich glaube das. Dann ist gesagt worden, ich vertraue. Und jetzt kommt der. Du würdest sagen, ich habe eine Beziehung. Oder was meinst du mit Beziehung? Ich habe eine Beziehung zu Jesus. Ich habe Beziehung zu Jesus. Was sagen andere? Glauben. Aha, ich tue seinen Willen. Das ist nochmal eine ganz andere Art. Ich tue seinen Willen. Ich glaube heißt, ich tue seinen Willen. Also da bin ich gehorsam gewissermaßen. Schön. Was würden andere sagen? Ich glaube, dass er mich liebt. Ich glaube das. Ich glaube, dass er mich liebt. Gut. Noch ein Vorschlag. Ich tue nur dazwischen rein, das ist ein bisschen unverschämt, aber ich muss natürlich dazwischen rein auf die Uhr schauen, damit ich euch da nicht überfordere. Und ich muss irgendwo mein Handy haben. 20 ab ist jetzt. Gut. Schön. Ich baue auf sein Wort. Das ist ein guter Ausdruck, ja. Ich verlasse mich auf. Ich baue auf sein Wort. Schön. Für die Lebensgestaltung. Schön, ja. Ich glaube, dass ich ewiges Leben habe.
Ja, das haben wir ja gesagt. Okay? Und dann wäre das sozusagen, da ist man dann wie empfangsbereit für neues Leben. Ja? Wie ist denn das in einer Ehe, wenn wir heiraten? Wie ist denn das in der Ehe, wenn wir heiraten? Oh, wunderbar, eine richtige Bahnhofsuhr. Oh, wunderbar. Meine Frau heißt Elisabeth, sie ist in Stelfa aufgewachsen. Was macht man eigentlich, wenn man Ja sagt zu jemand auf dem in der natürlichen Bereich? Man geht aufs Standesamt, gibt eine Unterschrift. Was mache ich, wenn ich eine Frau heirate? Wie kann ich das aussagen? Was tue ich? Ich mache einen Bund, okay? Wir sind auf der rechten Spur, wie könnte man es noch sagen? Ich mache einen Bund mit jemandem, das heißt was inhaltlich? Oder wie will man es sonst sagen? Ich liebe jemanden, schön, ich liebe, absolut wichtig. Die Liebe spielt jetzt eine große Rolle. Bitte, Mariana. Er macht einen Vertrag. Haben wir einen Ehevertrag gemacht, Schätzle? Ha? Haben wir gemacht? Ich weiß gar nicht. Ah, Unterschrift, genau, Standesamt. Moment. Ich sage ja. Ha? Ich traue. Ich traue. Könntest du das mal noch ein bisschen deuten? Das ist an einer Trauung, wird man getraut. Aha, bei einer Trauung wird man getraut. Jetzt sind wir auf der Spur. Was macht man eigentlich? Das ist ein Eheversprechen in guten und in schlechten Tagen. Ja, ja. Nochmal? Auf Vertrauen. Können wir mal einen Satz sagen? Was macht man eigentlich, wenn man heiratet? Dem Gegenüber, dass man ihm gehört. Sag das nochmal. Man verspricht dem Gegenüber, dass man ihm gehört. Aha. Soll mal hören. Man verspricht dem anderen, dass man ihm gehört. Man verspricht dem anderen, dass man ihm gehört. Auf der Basis von was? Ganz wichtig. Warum kann man versprechen, dass man dem anderen gehört? Weil man vertraut. Weil man dem anderen vertraut, verspreche ich, dass ich dem anderen gehöre. Ich vertraue, kann man dazu setzen, ich vertraue mich dem anderen an. Sag's nochmal. Punkt. Das ist der Grundbegriff im Neuen Testament. Ich vertraue mein Leben Jesus an. Es ist nicht primär, ich glaube das, sondern ich vertraue mein Leben dem anderen an. Ich anvertraue mich dem anderen, weil ich ihn für zuverlässig erachte. Da kommt diese Das-Ausdruck. Ich glaube, dass es stimmt. Ich wiederhole. Ich vertraue dem Jesus mich an, weil er zuverlässig ist. Ich vertraue mich mit meinem Leben. Ich vertraue mich mit meinem Leben. Ich mache einen Bund. Ganz interessant, dass der Begriff von Pisteuon im Griechischen eigentlich heißt, ich vereinige mich mit jemand. Ich wiederhole, der Glaube im neutestamentlichen Begriff heißt nicht primär, ich glaube das, sondern ich verbinde mich mit jemand. Ich werde eins mit jemand. Jetzt sind wir immer näher dran. Ich werde eins mit jemand. Ich vertraue, du hast es sehr gut gesagt, ich vertraue mich dem anderen an, weil ich um die Zuverlässigkeit weiß. Okay. Ich glaube, viel mehr können wir gar nicht sagen. Ich vertraue mein Leben diesem Christus an. Ich anvertraue mich ihm und gehöre ihm auf Gedeih und Verderben, in Aufführungszeichen. Ich vertraue mich ihm an, ich will ihm gehören. Ich will sein Eigentum sein. Das ist Glaube. Es ist gar nicht, ob ich dogmatisch alles begriffen habe, dass ich alles verstanden habe, all diese Lehre und so weiter, sondern das ist die grundsätzliche Entscheidung, ich vertraue mich mit meinem Leben diesem Christus an.
ich anvertraue mich ihm. Und wenn diese Vertrauen da ist, wie zwischen Mann und Frau, dann entsteht neues Leben. Ich vertraue mich Christus an, er ist mein Bräutigam. Er ist mein Bräutigam, ich bin sozusagen die Braut. Wenn ich mich ihm anvertraue, wenn ich ihm gehöre, dann bin ich empfangsbereit. Macht das Sinn? Dann sage ich es nochmal. Ich vertraue mich diesem Christus an, ich gehöre ihm, ich werde sein Eigentum, wir werden eins, wir gehören zusammen. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo neues Leben entsteht. Wo Gott sein neues Leben in mir zeugen kann. Das Vertrauen ist die Voraussetzung fürs neue Leben. Das Vertrauen ist, dass wir mit neuem Leben jetzt durch dieses Feld gehen können. Macht das Sinn? Ich tue es ja mit euch, wie ihr arbeitet. Ich habe also gesagt, okay, da ist nichts Falsches, wenn ich sage, ich glaube, dass Christus auferstanden ist. Das ist ganz wichtig. Zuverlässigkeit. Ich vertraue, dass die Aussagen, die gemacht werden, stimmen. Ich vertraue, dass ich ewiges Leben habe. Aber wo jemand gesagt hat, es ist primäre Beziehungsfrage, irgendjemand auf dieser Seite hat das gesagt, das ist der entscheidende Punkt. Deshalb sind die Jünger in die Lebensgemeinschaft mit Jesus eingetreten. Das ist ganz wichtig. Die Jünger sind ja nicht auf Distanz geblieben und haben dann sozusagen Sachen über ihn aufgeschrieben, was zu glauben ist. Sondern kommt in meine Nachfolge, kommt in meine Lebensgemeinschaft. Glauben heißt in seiner Lebensgemeinschaft leben, sich ihm anvertrauen. Das eigene Leben ihm sozusagen zum Eigentum geben. Das ist Jesu Verständnis von Vertrauen. Bitte. Ich habe noch eine Frage. Früher hat man evangelisiert in Zelten und dann hat es geheißen beispielsweise, also bist schuldig und wenn du dich nicht bekehrst, dann kommst du in die Hölle. Und wenn du dich bekehrst, dann kommst du in den Himmel. Und man hat sich dann gesagt, ja, in die Hölle. Und es war eigentlich eine Entscheidung, dass man gesagt hat, ich will den besseren Weg gehen. Und ich denke, vielfach sind die Leute auch dabei geblieben, ja. Ebenso. Ja. Ja. Aber es ist nicht, dass man gesagt hat, ich verbinde mich ja, mit dir, ja, ja. Weil ich ja, dich als zuverlässig ansehe. Mhm. Mhm. Schön. Da ist natürlich ganz klar zu sagen, Gott hat so verschiedene Wege, wie Menschen zu ihm kommen. Aber jetzt sage ich euch mal was Interessantes. Wenn wir das Gleichnis vom Vater und seinen zwei Söhnen anschauen, lest doch das mal noch heute Abend, wenn ihr noch Kraft habt, etwas zu lesen. Ich mache euch aufmerksam auf was höchst Interessantes. Der Sohn bricht auf und will zu seinem Vater gehen. Und die ganze Zeit hat er auf seinen Lippen die Bitte um die Vergebung. Ich habe gesündigt, ich bin nicht mehr wert, ein Sohn zu heißen. Könnt ihr euch wie an die Geschichte erinnern? Ich sage das nur. Das ist für mich zu einem bestimmten Zeitpunkt Schlüsselstelle wurde zum Verständnis von Jesus. Was du sagst, da ist nichts Falsches drin, da kann man gar nicht kritisieren. Jetzt tun wir nochmal auf Jesus schauen. Und dann kommt er also zum Vater. Und dann sieht ihn der Vater aus der Ferne. Und dann rennt er ihm entgegen. Und jetzt sind die drei Sachen, die mich absolut überraschen. Die drei Sachen. Wisst ihr, was passiert? Der gute Mann kann die Bitte um Vergebung gar nicht anbringen. Der Vater, das ist das Erste, der Vater küsst ihn in die Arme. Und dann, als der Kuss, der bereits ausdrückt, dir ist vergeben, dann fängt er an zu sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel, gegen dich. Unterbricht ihn der Vater und sagt, lass uns ein Fest machen. Der reagiert gar nicht auf das Sündebekenntnis. Das ist mir ganz wichtig. Ihr müsst es wirklich lesen, die entscheidenden Verse sind absolut faszinierend. Er lässt ihn nicht zu Ende kommen mit dem, was er sagt. Er sagt, wir wollen jetzt ein Fest machen. Wie wenn er gar nicht interessiert wäre, dass er jetzt die Bitte um Vergebung, denn der Mann ist ja ohnehin im Elend und die Tatsache, dass er kommt, ist für ihn, so deute ich das, genug. Er weiß, dass er bereut, was er gemacht hat. Er will zurück in die Arme des Vaters. Er will zurück in den Raum Gottes. Das heißt, Gott
sagt nicht, jetzt tu mal irgendwie, was dich positiv beweise, zeigt, dass dich verändert hast, sondern er fängt sofort an, bitte mal fest. Also in Lukas 15, da haben wir die Geschichte ab Vers 11, da merke ich, wie das, was die Bitte um die Vergebung, das spielt an dieser Geschichte ganz eine kleine Rolle. Es ist wie wenn Gott gar nicht darauf achten würde. Das ist ihm gar nicht das Wichtigste. Jetzt kommen wir mal zurück zum Wesentlichen. Da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass man früher oder auch an anderen Orten heute noch, dass man Menschen aufruft, sich die Sünden zu bekennen und sich Christus hinzugeben. Warum auch nicht? Das ist richtig. Was uns Jesus lehrt, ich glaube, dass er uns einlädt, und das möchte ich heute Abend wirklich ganz klar sagen, er lädt uns ein, uns mit unserem Leben und mit unserem kaputten Leben, denn die Sündenerkenntnis, ihr lieben Leute, ich rede von meinem eigenen Leben, die kommt meistens erst nachher. Nicht schon vorher. Ich habe vorher vielleicht ein miserables Leben, aber ob ich das als eine Sünde erkenne, ist nur eine zweite Frage. Ich sage jetzt nur mal, Jesus wirkt mit seiner Liebe, das ist der Vater. Der Vater wirkt mit seiner Liebe, deshalb nimmt er den auf, ohne Bedingungen zu stellen, oder? Das ist ja das Entscheidende. Und deshalb sage ich nochmal, und damit möchte ich langsam zum Schluss kommen, ich glaube, dass Jesus sagen will, ich möchte nur eines von Menschen. Ich möchte, dass Menschen kommen her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und bekennt eure Sünden. Nein, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ihr, die ihr Mühe habt mit eurem Leben, ich will euch Ruhe geben, ich will euch Erquickung geben, ich will euch Erfrischung geben. Das ist die Einladung, die Jesus macht. Deshalb glaube ich, dass Jesus sagen will, wenn ihr euch mit mir verbindet, wenn ihr euch mit eurem Leben mir anvertraut und sagt, Herr Jesus, dir will ich gehören, du sollst für mich, ich bin dein Eigentum, mach mit mir, wie es dir gefällt. Das ist, was Glaube ist. Glaube in ihn hinein, heißt es ganz wörtlich. Das heißt, sich mit ihm verbinden. Da würde ich schon stark plädieren, das ist der Ton, den wir bei Jesus hören. Die Aussage, dass Menschen sollen kommen, um Jesus rum, um ihre Sünden zu bekennen, das ist schwierig zu finden. Ich bringe nur eines, es gibt viele Beispiele, der verlorene Sohn ist eins der Beispiele. Wenn ich an der Zachäus denke, wenn das ein Sünder war, jawohl, das war ein Sünder. Ich muss heute bei dir in deinem Hause sein, sagt er zu ihm, Lukas 19. Ich muss heute bei dir im Hause sein. Diesem Hause ist Heil widerfahren. Nachher sagt der Zachäus, ich muss mein Leben ändern. Der hat nie das Bekenntnis ausgesprochen. Darf ich ein weiteres Beispiel nehmen? Samariterin. Was ist das für eine Geschichte? Johannes 4. In Johannes 4, das ist die letzte Frau, die man sich vorstellen kann. Viele von euch kennen die Geschichte von der Samariterin. Wo steht da irgendetwas drin? Du musst erst mal deine Sünde bekennen. Er schätzt sie hoch ein. Er lädt sie ein zur Anbetung. Ich möchte einfach anregen, ganz klar, lädt uns Jesus ein zum Umdenken. Bereue das, was ich gemacht habe, und Jesus nachfolge. Aber ob jetzt jemand ein starkes Schuldbewusstsein hat vorher oder nicht, ist nicht entscheidend. Deshalb hat Jesus die Tischgemeinschaft mit Zöllnern und Sündern so hoch geschätzt. Lest einmal die Evangelien wieder neu durch, wo man feststellt, dass er immer mit Zöllnern und Sündern Tischgemeinschaft geübt hat, ohne dass ein Wort fällt, du musst zuerst einmal deine Sünde bereuen. Es war die Gemeinschaft mit Jesus, wo sie dann geheilt hat von ihrer Sünde, wo sie dann geheilt hat von ihrem falschen Leben. Aber nicht vorher, das darf man schon machen. Aber bei Jesus ist der Ton für mich, er will sie gewinnen, dass man ihm das Vertrauen schenkt. Jetzt sage ich nochmal, das ist das Wichtigste. Er will uns unser Vertrauen abgewinnen. Dass wir uns ihm anvertrauen und sagen, du bist der, der den Gott der Liebe in dieser Welt vertritt. Und seiner Liebe kann man vertrauen. Punkt. Das möchte ich heute Abend weitergeben. Wer nur fragt dazu. Jetzt habe ich relativ viel geredet. Wer nur etwas zur Klärung. Ich wollte Johannes 3 ein bisschen deutlich machen, der Zusammenhang zwischen Neugeburt, neues Leben und Jesus Vertrauen schenken und dann dieses neue Leben geschenkt bekommen. Wer da noch eine Frage dazu? Bitte. Ja. Ja, Pisteu, und so schreibt man das hier. Pisteu.
Und da gibt es den sogenannten Wortstamm. Und der Wortstamm sagt immer, sich mit jemand verbinde, sich mit jemand verbinden. Ein mir verbundener Freund ist der Pistis Philos. Der Pistis Philos ist der mir verbundene Freund. Ich bin mit jemand verbunden. Also der Grundgedanke ist die Verbindung, die Einheit. Ich werde eins mit Christus. Ja. Noch eine Frage. Oder Ergänzung vom Herr Pastor. Pastor 1, Pastor 2. Ja. Bitte, Marianne. Ja, so traue. Dass sie ihm vertrauen. Dann ist das also schon wichtig, dass man einfach am Anfang trauen kann, Jesus das Leben mit ihm, ohne dass man ein Fünkchen Vertrauen hat zu ihm. Und gar nicht weiß, was ihn erwartet. Und eigentlich sehr misstrauisch ist. Und dann tut er, was man. Ja. Er will uns, ich sage nochmal, der Satz wäre für mich, er will uns das Vertrauen abgewinnen. Er will uns das Vertrauen abgewinnen. Und wenn ich sagte, die Gemeinde Jesu Christi ist der Ort, wo Menschen Vertrauen gewinnen, dann hat das für mich mindestens zu tun, Nummer eins, mit dem, dass Jesus verkündigt wird. Sein Charakter, sein Wesen, seine Zuverlässigkeit. Christus wird verkündigt als der von Gott Gesandte. Mit anderen Worten, es ist was Intellektuelles. Und dann denke ich dem nach, was ich höre. Das ist die Metanoeo, das Umdenken, das Nachdenken. Im Englischen gibt es den Ausdruck to have second thoughts. Ich denke nochmal drüber nach. Das heißt, ich denke nochmal drüber nach und ändere mein Denken. Und dann kommt irgendwann mal die Entscheidung, wohl, ich kann ihm vertrauen. Das ist eigentlich der Sinn auch von sonntäglichen Gottesdiensten, dass man Jesus proklamiert als der, der der Herr dieser Welt ist. Und dann kommt der Punkt, wo ich sage, ich möchte mich ihm anvertrauen. Und da ist zweitens die Gemeinschaft der Glaubenden spielt da eine große Rolle. Ich möchte zum Schluss noch ein Beispiel, sehr interessantes Beispiel bringen. Ich hatte dieses Jahr ein Interview in Indien mit einem Studenten, der war 45 Jahre alt. Und der hat mehrere Jahre für Campus gearbeitet. Genau dasselbe, was wir hier haben für Campus, hat er in Indien für Campus gearbeitet. Wie ist er zum Glauben gekommen? Er ist selber ein Sohn eines Brahmanen, ist innerhalb vom Tempel aufgewachsen und er hat alle die Überlieferungen des Hinduismus müssen lernen, bis hin zum Auswendiglernen, memorieren, die ganze Zeit die regelmäßige Tempelbesuche. Und dann hat er Ingenieur studiert. Da ging er an die Universität und in der Universität ist er einer Studentengruppe begegnet, die sehr anonym war, die ihn aber eingeladen haben. Die haben sich nicht geoutet, weil in Indien muss man sehr vorsichtig sein. Und da haben die ihn eingeladen zu einem Meeting, wo sie zusammengekommen sind. Und er hat gesagt, das Erste, was ihn absolut fasziniert hat, war die Gemeinschaft dieser Studenten. Er hat nie so eine Atmosphäre der Akzeptanz und der Liebe erlebt vorher. In seiner ganzen Karriere als Anwärter als Brahmani. Lerne. Dort hat er eine Gemeinschaft der Akzeptanz und des Wohlwollens erlebt, wie er das noch nie erlebt hat. Er war tief beeindruckt. Nach dem zweiten Treffen hat man ihm ein ganz kleines Büchlein so gegeben und hat gesagt, er soll das einmal lesen. Und dann hat man zu ihm, und hat er nachgeschaut, das ist Neues Testament, und hat man zu ihm gesagt, er soll doch bitte mal bei Matthäus Evangelium anfangen. Und dann ist er ins Studentenheim zurückgegangen und im Studentenheim konnte er das nicht öffentlich lesen, weil er sofort dann geplagt worden wäre, weil man nicht Christ sein darf. Und dann hat er unter der Bettdecke, also er erzählt es gerade, wie er das erzählt hat, ich war dort bei seiner Familie, und dann unter der Bettdecke mit der kleinen Leuchte, wo er hatte, schlägt er dann dieses Buch auf, The New Testament, und wo er zu Matthäus 5 kommt, wo es dann heißt, Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Glückselig sind die Armen im Geiste, ihnen gehört das rechte Himmel. Er sagt, was seine Sehnsucht das ganze Leben lang war, nämlich Gemeinschaft mit Gott zu erleben ohne Leistung, das ist so über ihn gekommen, dass er auf der Stelle, er hat gesagt, er habe unkontrolliert habe er weinen müssen.
Er habe wie eine Gottesoffenbarung gehabt. Und das ist die Mischung von einerseits Gemeinschaft, die man erlebt, wo man eine Qualität von Liebe und Zuwendung erlebt. Das ist ganz was Wichtiges. Deshalb hat Jesus auf die Gemeinschaft so eine große Rolle gespielt. Immer hat er die Tischgemeinschaft geübt, wo die Leute fasziniert waren. Und auf der anderen Seite seine Lehre. Beides zusammen lädt ein, unser Vertrauen auf diesen Christus zu legen. Und das hat dieser Venkatesh, der Kaiser, das hat dieser Venkatesh gemacht, auf der Stelle. Und ist dann über 10 Jahre ein Vollzeiter geworden, innerhalb von der Campusarbeit, hat viel Verfolger erlebt von Seiten von den Hindus, aber ist ein leuchtender Zeuge geworden und hat jetzt da, macht jetzt seinen Doktorgrad noch an dem Institut, da wo ich mitarbeite. Ich denke, die beiden Sachen müssen zusammenkommen. Ja, da gibt es natürlich, das wird jetzt, glaube ich, zu weit führen, aber was ich würde sagen, es gibt natürlich bei Gott unendlich viele Wege. Es gibt den Wege über der Vernunft, wo ein Mensch sehr von der Vernunft her argumentiert, der andere geht mehr über das Gefühl, der dritte geht mehr über das Thema von der Gemeinschaft. Es gibt unendlich viele Wege, wie Gott den Menschen erreichen kann. Und ich glaube, dass Gott seine eigene Weise hat, wie ein Mensch abholt, was der Mensch grundsätzlich mitbringen muss. Er muss offen sein. Wer mir nachfolgen will, der. Also das ist etwas, wo auch mit meiner Entscheidung zu tun hat. Ich denke, das ist ganz was Wichtiges. Er sagt nie, du musst das und das machen, sondern der Mensch kann entscheiden, wer mir nachfolgen will, der soll kommen. Das ist schon wichtig. Und wenn man sagt, wie kann ich einem Menschen erklären, wo und wie Gott ist, da müsste man jetzt in ein persönliches Gespräch einsteigen. Ja? Also ich tue es jetzt innerhalb von der Gemeinde und mein Plädoyer, um diesen Abend in dieser Weise abzuschließen, mein Plädoyer ist, dass wir in der Gemeinde treu das Wort Gottes verkündigen und lehren, beides, nicht nur das Evangelium, sondern auch erklären, was wir verkündigen, und so auch in unsere Vernunft uns richten, damit wir auch das verstehen, dass wir aber gleichzeitig auch das Erlebnis der Gemeinschaft haben und dann vor allen Dingen, das ist das Wichtige, dass wir durch das Gebet mit Gott verbunden sind und Menschen vor Gott bringen. Ich werde morgen, Mariana, habe ich einen Text geplant, wo in etwa eine Antwort darauf wird, wie kommt ein Mensch zum Glauben? Es wird morgen mein Thema sein. Vor allen Dingen Menschen, die ablehnend sind dem Glauben gegenüber. Das habe ich für morgen geplant. Wir werden wiederum einen Text miteinander anschauen. Aber ich denke, das ist dann mehr eine Gemeinde. Von daher werde ich das ein bisschen mehr vortragen. Aber das möchte ich morgen machen. Für den heutigen Abend gehen wir auseinander in dem Sinn, dass ich euch alle zusammen einfach wieder ermutige, neu über das nachzudenken. Glaube heißt, mich mit meinem Leben diesem Jesus anzuvertrauen und dann zu sehen, wie er in meinem Leben wirkt. Ja, ja. Mach du, mach du. Ja, ja. Soll ich es machen? Du darfst sagen. Danke vielmals, Dieter. Du hast uns auch ganz persönlich herausgefordert, dem Gott zu vertrauen, ja, ja, den Gott einzuladen. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, wo das ihr stöhnt, aber ich fände es schön, wenn wir noch eine Minute ruhig sind, wo wir auch beten können, wo wir den Moment der Stille haben. Und vielleicht ist auch dein Vertrauen Gott gegenüber in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen herausgefordert worden. Und die Einladung, denke ich, die du auch ausgesprochen hast, die gilt ganz direkt auch für dich, dein Leben Gott herzulegen. Und ich würde gerne mit einem Gebet schliessen. Aber nehmen wir uns einen Moment Zeit, noch zur Ruhe.
Ich möchte dir danken, sagen, Jesus, dass wir unser Leben dir herhalten, dass wir dir unsere Bereitschaft herhalten, dass wir mit dir leben wollen, dass du selbst Einfluss haben auf unser Leben, dass wir dir vertrauen wollen. Und ich möchte dir danken, sagen, dass du das Unperfekte nimmst und es mit deinem Geist füllst und den Himmel so auch über uns aufreißt. Ich möchte dir danken, sagen, dass du uns immer wieder Mut schenkst und Mut machst, zu dir zu kommen, in deine Nähe zu kommen. Und ich bin so froh, dass wir nicht meditieren und weiss doch auch nicht, was alles auswendig lernen und was für Handstände machen, dass das möglich ist. Ich will dich anbeten und dir geben dafür. Amen. Amen.